Hallo Freunde der Stochastik, heute soll es gehen um den Erwartungswert einer Zufallsvariablen. Folgendes Glücksspiel, wir haben einen wie immer idealen Würfel mit 6 Seiten, mit dem würfeln wir einmal und es sind folgende Spielregeln vorgeschrieben. Fällt die Augenzahl 1, dann ist mein Gewinn, den ich mit Groß G abkürze, 1 Euro. Ich bekomme 1 Euro ausgezahlt. Fällt einem der Augenzahl 2, 3, 4 oder 5, bekomme ich immerhin noch 20 Cent ausgezahlt. Fällt eine 6, verliere ich 2 Euro. Das heißt, ich muss der Bank oder wem auch immer 2 Euro zurückzahlen. Und dann hebt sich natürlich die Frage für den Spieler und für den Veranstalter des Spiels, was passiert hier auf lange Sicht? Lohnt sich das denn für den Spieler oder für den Anbieter des Spiels? Nehmen wir ein erfundenes Zahlenbeispiel. Wir wiederholen dieses Experiment oder dieses Glücksspiel 100 Mal. Und erhalten zum Beispiel folgende Ausgänge. 19 Mal soll die 1 fallen, 65 Mal soll die Zahl zwischen 2 und 5 als Augenzahl erscheinen und 16 Mal soll die 6 auftreten. Sollte es zusammen auch 100 ergeben, passt. Dann kann ich natürlich leicht den durchschnittlichen Gewinn pro Spiel mehr ausrechnen. Ja, schauen wir an. 19 Mal gewinne ich 1 Euro. Dann 65 mal 0,2 Euro und dann 16 mal verliere ich 2 Euro, also minus 2. Das Ganze teile ich durch 100. Wenn man das dann in den Taschenrechner eintippt, kommt raus, das sind exakt 0 Euro. Heißt, im Durchschnitt hätte ich, wenn das die Ausgänge wären, beim 100-maligen Spielen genauso viel eingenommen wie verloren. Sowas nennt man ein faires Spiel, wenn das wirklich jetzt so wäre. Jetzt erhebt sich die Frage, stimmt das denn? Das war jetzt ja nur ein herausgegriffenes Beispiel, es könnte ja auch ein bisschen anders aussehen. Das wollen wir uns jetzt überlegen und das führt uns auf den Begriff des Erwartungswerts. Dazu schreiben wir diesen durchschnittlichen Gewinn ein bisschen um. Ziehe jeweils das geteilt durch 100 zu den einzelnen Summanden und erhalte dann anstatt eines langen Bruchstrichs diese einzelnen Ausdrücke. Hier steht dann 19 Hundertstel mal der Gewinn, wenn die Augenzahl 1 auftritt, plus 65 Hundertstel mal Gewinn bei den Augenzahlen 2 bis 5, plus 16 Hundertstel mal mein Verlust, falls eine 6 fallen sollte. So, die entscheidende Erkenntnis ist jetzt hier, hier und hier. Das sind nichts anderes als die relativen Häufigkeiten eben dieser Ausgänge beim Würfeln. Und laut dem Gesetz der großen Zahlen weiß ich, bei sehr häufiger Durchführung des Experiments werden sich diese Brüche hier stabilisieren. Also es gibt natürlich Schwankungen, aber auf lange Sicht werden sie stabilisieren auf genau die Wahrscheinlichkeiten dieser Ergebnisse hier. Und das führt uns zum Begriff des Erwartungswerts. So, in Anlehnung an das, was ich gerade gesagt habe, definieren wir jetzt den Erwartungswert der Zufallsvariablen g als folgenden Ausdruck. Ganz allgemein noch, eine Zufallsvariable ist nichts anderes als eine Vorschrift, die den Ergebnissen eines Zufallsexperiments irgendwelche Zahlen zuordnet. Hier beim Würfeln der Zahl 1 1 Euro, 2 bis 5 20 Cent und 6 minus 2 Euro. Jedem Ergebnis wird irgendeine reelle Zahl zugeordnet. Das ist eine Zufallsvariable. So, ich hatte vorher schon gesagt, diese relativen Häufigkeiten, die werden sich bei häufiger Versuchswiederholung laut Gesetz der großen Zahlen stabilisieren, und zwar genau Richtung der Wahrscheinlichkeiten. Also schreibe ich hier hin, anstelle der 19 Hundertstel nehme ich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass 1 Euro rauskommt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit der Zahl 1 und nehme mal das Ergebnis der Zufallsvariable mal 1 Euro. Plus Wahrscheinlichkeit, dass 20 Cent rauskommen, mal das Ergebnis 20 Cent. Plus Wahrscheinlichkeit, dass minus 2 Euro rauskommen, ich also 2 Euro zahlen muss, mal die minus 2 Euro. Und dann, das hängt natürlich von den Spielregeln des Spiels ab, setze ich die Wahrscheinlichkeiten ein. Wahrscheinlichkeit, dass 1 Euro rauskommt, ist
ein Sechstel, weil die Zahl 1 fallen muss, mal ein Euro. Plus, das hier entspricht den Augenzahlen 2 bis 5, 4 Möglichkeiten, also 4 Sechstel mal 0,2 Euro. Und dann minus 2 Euro bekomme ich, wenn eine 6 fällt, das passiert mit der Wahrscheinlichkeit ein Sechstel mal minus 2 Euro. Wenn man das eifrig eintippt in den Taschenrechner, kommt raus, 0,03 Euro oder minus 3 Cent. Interpretation, das bedeutet, bei sehr, sehr häufiger Durchführung dieses Experiments werde ich im Schnitt pro Spiel 3 Cent verlieren. Das heißt, das Spiel wird sich auf lange Sicht für mich nicht rentieren. Kann natürlich sein, ich mache das 3 oder 4 Mal und gewinne immer 1 Euro oder 20 Cent. Aber, das ist das Wichtige, auf lange Sicht, das heißt, der Erwartungswert ist sozusagen ein Blick in die Zukunft, wird sich im Durchschnitt dieses Ergebnis einstellen. Das heißt, pro Spiel ein Verlust von minus 3 Cent, damit wäre das Spiel für mich nicht fair. Dann müsste nämlich hier ebenso wie da drüben 0 rauskommen. Und dann würde ich sagen, dieses Spiel will ich nicht unbedingt eingehen. Nochmal zur Zusammenfassung. Der durchschnittliche Gewinn, das ist ein Blick in die Vergangenheit. Da führe ich das Experiment zum Beispiel 100 Mal durch, notiere mir die Ausgänge und berechne dann den durchschnittlichen Gewinn pro Spiel. Das ist schon passiert. Der Erwartungswert gibt einen Blick in die Zukunft, indem man die relativen Häufigkeiten durch die Wahrscheinlichkeiten ersetzt und damit voraussagt, was ich im Durchschnitt pro Spiel erwarten kann für das Ergebnis meiner Zufallsweihe. Zum Abschluss noch eine beliebte Fragestellung im Zusammenhang mit Erwartungswerten. Wir haben hier festgestellt, das Spiel, das ich euch gerade erklärt habe, ist nicht fair, weil der Erwartungswert negativ ist. Dann könnte man sich fragen, wie muss ich denn den Gewinn bei Augenzahl 1 abändern, damit das Spiel fair wird. Fair heißt, Erwartungswert ist 0. Ich nenne es jetzt G', weil es jetzt eine neue Zufallsvariable wird. Sie ordnen der Zahl 1 jetzt eine neue Zahl zu, einen neuen Gewinn. Den nenne ich einfach mal x Euro. Ja, wenn man das verstanden hat mit dem Erwartungswert, ist das eine geschenkte Aufgabe. Ich schreibe es nämlich einfach hin. E von G' ist x mal so, ein Sechstel mal x plus 4 Sechstel mal 0,2 plus 1 Sechstel mal minus 2 und das soll gleich, da macht man so ein Ausrufezeichen drüber, 0 sein. Auch um sich Schreibarbeit zu sparen, kann man die Einheiten weglassen, sollte dann hier aber anmerken, ah, das ist alles in Euro. Okay, faires Spiel heißt, Erwartungswert ist 0, gesucht ist dieses x. Das lösen wir auf. X ist gleich. Zunächst mal bringen wir das auf die andere Seite. Wir haben dort minus 2 Drittel, aus 4 Sechstel mache ich 2 Drittel, mal 0,2. Das waren minus 1 Drittel, also plus 1 Drittel wäre ein Sechstel x, dann nehme ich gleich mal 6, das Ganze also mal 6 und bekomme dann den gewünschten neuen Gewinn raus. Okay, da war gerade nicht etwa ein Cut, weil ich mich ganz peinlich beim Kopfrechnen verrechnet habe, sondern aus anderen Gründen war da gerade ein Cut, die ich nicht näher benennen will. Ich multipliziere rein, 6 Drittel sind 2, minus 2 mal 2, minus 4 mal 0,2 sind minus 0,8, plus 6 Drittel sind 2, also kommt hier raus 1,2. Ich glaube, Euro, der Antwortsatz wäre also, ich muss einem Spieler bei Augenzahl 1 1,20 Euro auszahlen, damit das Spiel insgesamt fair wird, das heißt der Erwartungswert von G' 0 ist. Vielmehr gibt es eigentlich
zum Erwartungswert gar nicht zu sagen. Auf Wiedersehen.